Hallo meine Mäuse und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es wurde sich jetzt öfter in den Kommentaren gewünscht, ob ich euch mal ja, beim Schminken mitnehme. Und ich habe das ja sonst meistens ja, im Schnelldurchlauf gemacht. Ich glaube, ich habe einmal, aber auch eher euch beim Augen-Make-up mitgenommen, bei Vlogmas. Da habe ich gedacht, euer Wunsch ist mir Befehl. Ich muss mich jetzt sowieso für eine Kooperation, also ich muss jetzt gleich noch ein Halara-Video abdrehen und habe dann gedacht, ich nutze die Chance direkt, dass ich euch ja einfach so ein bisschen mitnehme. Ich bin gerade aus der Dusche gehüpft. Ich ja, kämme jetzt mal eben meine Haare durch. Und weil auch immer wieder die Frage kommt, was für Produkte ich verwende, habe ich gedacht, das zeige ich euch dann auch direkt. Ich habe jetzt für meine Haare einfach nur davon ein bisschen drauf gemacht. Und ja, ich habe verschiedenes Öl. Ich habe auch zum Beispiel das von Olaplex. Ich habe noch ein anderes. Ich habe jetzt aber eben einfach das genutzt, das von Balea. Und gleich, ich werde jetzt gleich mir auch erstmal so Häschenohren zum Schminken und so drauf machen. Aber ich verwende dann ja aktuell einfach den Hitzeschutz noch, weil ich gleich auch wieder große Locken machen wollte. Vielleicht mache ich mir auch die ja wieder so eine ähnliche Frisur, wo ich mir schon mal hier so ein Zöpfchen noch mache. Da wurde nämlich auch schon mal nachgefragt, ob ich euch so beim Haare machen mitnehmen kann. Ich kann euch jetzt gerne die nächsten Male, vielleicht dann aber auch eher in einem Vlog, ich muss mal gucken, nehme ich euch auch gerne mal mit, wie ich meine Locken mache. Das ist halt immer ein unterschiedlicher Prozess, ob ich halt meine Naturlocken lasse, weil ja, man stellt sich das immer so vor. Ich hatte auch letztens irgendwie einen Kommentar unter einem Reel, oh nein, jetzt wurden so die schönen Löckchen irgendwie rausgekämmt oder so, rausgeglättet. Der Struggle mit Locken ist halt, das können aber glaube ich auch nur Leute verstehen, die selber Locken haben. Ja, ich mache mich in der Zeit jetzt einfach schon fertig und quatsche ein bisschen, dass das bei Locken so ist, dass die, also ich persönlich mag meine Locken halt auch nur, wenn die ja so ein bisschen dann strukturierter sind. Und das ist gar nicht so einfach. Also definiert, nicht strukturiert. Fürs Gesicht benutze ich jetzt einmal das hier. Ich hatte jetzt eben auch ein Peeling drauf. Und danach werde ich noch die hier drauf machen. Und ich werde jetzt heute das Haus, glaube ich, nicht mehr verlassen. Sonst nehme ich eigentlich immer noch einen Sonnenschutz. Ich werde aber jetzt gleich dann den Primer noch von The Ordinary auftragen. Dann wisst ihr schon mal, welche Produkte. Ja, auf jeden Fall zum Thema Locken. Ich habe ja Naturlocken, also sprich seit meiner Kindheit. Und ich hatte letztens auch bei Insta in der Story da mal was so reingeladen, wie halt Naturlocken aussehen, wenn man die durchkämmt. Weil ich das, seit ich Kind bin, auch kenne, dass immer wieder Leute gefragt haben, ja, warum kämmst du denn deine Haare dann nicht durch? Also wenn die halt gelockt waren. Und man sieht dann halt einfach aus wie ein geplatztes Sofakissen. So Hagrid-mäßig, also für die, die Harry Potter kennen. Finde ich persönlich nicht schön. Es gibt ja auch Leute, die das schön finden. Und soll auch jeder so tragen, wie er möchte. Aber für mich, an mir, gefällt es mir nicht. Das Ding ist halt, wenn ich dann jetzt zum Beispiel, wir gehen abends irgendwo hin oder ich mache mich halt für den Tag fertig, dann gucke ich halt immer, dass ich auch vorher meine Haare wasche. Also wenn ich das halt so möchte, dass ich Locken habe. Also meine Naturlocken. Und dann bereite ich die halt auch immer so ein bisschen. Ich benutze dann auch extra nochmal ein Lockenshampoo, einfach um die Struktur nochmal so ein bisschen besser hervorzuheben. Da variiere ich aber auch schon mal. Aktuell habe ich irgendeins. Ich glaube, das habe ich mir bei Action mitgenommen. Aber das ist eigentlich ganz gut. Und dann ist es so, dass ich im Endeffekt die Produkte, die ich euch gerade, also ich benutze immer irgendwas für Feuchtigkeit, also irgendein Öl, dann dieses Night Elixir benutze ich eigentlich mittlerweile auch immer nach dem Haarewaschen, weil ich finde, dass das die Haare ganz gut nährt. Für meine Lippen benutze ich jetzt auch schon seit langer Zeit. Das ist extra so eine Lippenvaseline. Ich glaube, die habe ich mir auch mal bei Action mitgenommen. Da komme ich eigentlich ganz gut mit klar. Die mache ich mir jetzt immer vor dem Schminken auf die Lippen, lasse das in der Zeit, solange ich quasi mein Make-up und so mache, einwirken. Und wenn ich meine Lippen mache, meistens ist es dann ganz gut schon eingezogen und ansonsten tupfe ich das nochmal kurz so ein bisschen ab, weil sonst nimmt das jetzt zum Beispiel den Lip Liner oder so nicht auf. Ich persönlich hatte ganz viele Jahre in meiner Jugend, da habe ich meine Locken absolut gehasst. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich ja meine Locken irgendwie auch ja mag, also wo ich beides mag. Der Vorteil für mich ist halt wirklich, wenn ich die jetzt gleich halt, ich sag mal, glatt föhne und mit Hitze bearbeite, also mit meinem Philips Curler, den zeige ich euch, also der kommt jetzt gleich auch noch zum Einsatz, dann kann ich euch einfach auch noch
nochmal so ein bisschen zeigen, wie ich meine Haare ja quasi ganz oft in den Videos auch trage. Und da, das hat für mich mittlerweile einfach den Vorteil, dass ich das Ganze dann ja auch einfach mal, weil ich möchte meine Haare einfach auch nicht jeden Tag waschen. Durch die Locken habe ich eigentlich auch eher eine trockene Haarstruktur und meine Haare fetten jetzt auch nicht super schnell. Und deswegen muss ich die auch nicht jeden Tag waschen. Und das ist aber bei Locken, ich mache das auch schon mal, wenn ich die dann einfach zu einem Dutt mache, dann ja, stört mich das nicht. Oder ich hatte jetzt auch ganz oft, wenn ich, ja, ich sag mal, meine schwereren depressiven Episoden hatte, dass ich es einfach alles auch nicht so hinbekommen habe. Da ist es bei Locken dann teilweise aber auch schwer, da wieder durchzukommen. Also wenn man über Tage so einen Poppel in den Haaren hat, also einfach so einen Dutt sich macht, ist dann auch schwierig. Aber ich persönlich mag an mir die Locken halt am liebsten, wenn die frisch sind und ja schön definiert. Und das ist bei mir ganz oft über Nacht, es bleibt einfach nicht so, egal wie gut ich die dann irgendwie, also was für eine gute Schlaffrisur ich mir mache, dass ich die wirklich auch ganz weit vorne trage. Aber es ist dann doch oft nicht so wie am Tag davor. Ich denke jetzt im Sommer, weil man halt doch die Haare dann auch eher vielleicht jeden Tag wäscht, weil man auch mehr schwitzt oder so, dann kann ich euch, wie gesagt, gerne auch einfach mal mitnehmen, wie ich meine Naturlocken mache. Aber ich wollte jetzt hier in dem Rahmen nochmal sagen, dass ja der einfache Vorteil für mich aktuell wirklich ist, dass ich dann nicht jeden Tag waschen muss. Wir beginnen jetzt mit diesem Produkt. Das ist ja so ein Fluid, so ein Glow Booster. Ich hatte, als ich das bestellt habe, habe ich nicht richtig gelesen, habe gedacht, das wäre ein Make-up. Das ist aber ja nicht krass deckend. Ich nehme das aber immer so ein bisschen mit, so als Base. Und darauf bauen wir das Ganze jetzt auf. Ja, und über den Kommentar an sich hatte ich mir halt auch gedacht, dass ich nochmal kurz was dazu sagen möchte. Also wie gesagt, das war halt irgendwie so, oh nein, es war bei Insta, nicht hier. Die schönen Locken wurden rausgeglättet, obwohl die dir die Löckchen doch so gut stehen. Und natürlich, ich kann es jetzt so wohlwollend als Kompliment verstehen, dass ich schön hübsch aussehe, wenn ich meine Locken, also meine Naturlocken habe. Aber so nach dem Motto, eigentlich siehst du scheiße aus mit glatten Haaren. Es ist natürlich so, wie legt man das Ganze jetzt aus? Ich verblende das Ganze jetzt einfach so ein bisschen mit meinem Make-up-Pinsel. Ich nehme euch, ich sag euch das jetzt hier, weil dann habe ich einen Grund, das zu tun. Ich muss meine Pinsel wieder waschen. Werde ich auch jetzt irgendwie im nächsten Vlog oder so nochmal machen. Weil dann habe ich es jetzt ausgesprochen und dann könnt ihr mich sonst dran erinnern. Ja. Und das Ding ist, dass mir da irgendwie auch wieder so ein bisschen bewusst geworden ist, dass leider, also wie gesagt, ich will der Person auch gar nicht unterstellen, dass das böse gemeint war, sondern als Kompliment an meine Naturlocken. Und so versuche ich es jetzt auch einfach zu verbuchen. Aber, also deswegen, ich weiß ja auch nicht, ob die Dame hier auch meine Videos schaut, keine Ahnung, oder nur bei Instagram mich verfolgt. Aber es war halt so ein bisschen, dass mir das gezeigt hat, weil das habe ich auch schon ganz oft erlebt, gerade jetzt, seit ich ja vieles auf Social Media auch mit euch teile, dass es ganz viele Menschen gibt, die irgendwie unfähig sind, Komplimente zu geben. Also ich finde das immer so ein bisschen schade, weil man hätte ja auch einfach schreiben können, deine Naturlocken sehen aber auch total schön aus. Oder einfach irgendwie, ich weiß es nicht, aber es ist immer so dieses, ja, das und das ist ganz schön, aber, oder ja, wie gesagt, die Art, wie es kommentiert war, hat natürlich für mich auch suggeriert, okay, so wie du deine Haare dann gestylt hast, sah halt scheiße aus. Geschmäcker sind verschieden, ist ja auch vollkommen okay, wenn jemand findet, dass es scheiße aussieht. Keine Ahnung, also ich versuche auch mittlerweile, weil Worte haben eine große Macht, das war mir vielleicht viele Jahre auch gar nicht so extrem bewusst. Und ich versuche auch in meinem Bekanntenkreis, wenn ich irgendwie Menschen Komplimente mache oder irgendwas sage, dass ich das mit Bedacht wähle. Und ja, keine Ahnung, auch wenn mir was vielleicht vorher oder nachher, je nachdem, wenn zum Beispiel, als Beispiel meine Mama war jetzt beim Friseur, dann sage ich auch einfach nur, dass mir das gefällt und nicht nach dem Motto, ja, aber die letzten Male sah es ja ziemlich so blöd aus oder ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich benutze jetzt als Foundation, die habe ich auch schon länger, das Tinted Serum von Catrice. Ich habe jetzt einmal die 040 und weil mein Selbstbräuner sich so langsam verabschiedet, mische ich das jetzt noch ein bisschen mit der Nummer 004. Also es ist so eine helle Variante, aber dieselbe Foundation, also die gleiche Foundation. Ja, und ich persönlich bin mittlerweile an einem Punkt. Ich
finde, man sollte, also einmal habe ich was gelesen, das war richtig cool, so eine Regel, also ich mache mir das immer hier übrigens drauf und mische das dann so ein bisschen. Wenn das Gegenüber nicht innerhalb von, ich glaube, das waren 30 Sekunden, den Zustand verändern kann, dann halt die Klappe, so nach dem Motto. Und das ist ja, wenn man jetzt irgendwo was zwischen den Zähnen hat, ein Krümel im Gesicht, irgendwie die Wimperntusche verrutscht, dann sind das ja Dinge, bitte sag mir das, damit ich es halt irgendwie direkt verändern kann. Aber ja, keine Ahnung, zum Beispiel den Körper zu bewerten oder die Haare, ob die jetzt dünn sind, dick sind, was auch immer. Die Größe, die Zahnstruktur vielleicht, das sind ja Dinge, die keiner von uns innerhalb von 30 Sekunden irgendwie verändern könnte. Und dementsprechend sollte man dazu meiner Meinung nach einfach echt auch gar nichts sagen. Also ich finde, wenn einem was positiv auffällt, da arbeite ich auch dran, dass ich das viel öfter mal Fremden sage, wenn die irgendwie eine gute Ausstrahlung haben oder mir irgendwas gefällt, was die anhaben, was die tragen. Ich versuche das mittlerweile viel öfter umzusetzen, ja, Menschen einfach auch mal ein Kompliment zu machen, denen damit den Tag zu versüßen. Ich nutze jetzt einfach den Pinsel auch wieder und mache mir das jetzt hier mal so ein bisschen hin und verblende das Ganze mit dem Pinsel. Wenn ich ab und zu nach da schaue, dass mein Spiegel, ich mache mir den jetzt noch ein bisschen so, wundert euch nicht. Ich rede trotzdem mit euch und ich sehe das halt einfach mittlerweile so, dass es schön ist, wenn man Komplimente macht und das auch wichtig ist fürs Gegenüber, weil ich auch selber merke, was das auch mit mir macht. Aber ein Kompliment ist halt nicht mehr schön, wenn es wieder was Negatives beinhaltet und so ein Bad Vibe irgendwie. Ich hatte das jetzt letztens auch unter dem Vlog, wo ich auch ganz süß schon irgendwie auch von der Community verteidigt wurde. Es ist ja so, das habe ich auch schon öfter gesagt, ich mache das, was ich kann hier in meinen Videos, egal ob es die Vlogs sind, jetzt sowas oder wenn ich euch irgendwelche Hauls zeige oder Tasse voll Therapie. Es ist einfach so, mein Leben ist halt nicht immer spannend. Und ich habe kein Highlife-Leben, wo ich euch beim Jetsetten und keine Ahnung irgendwo mitnehmen kann. Ich bin ich und das ist mein Leben und ich zeige euch, so gut es geht, meinen Alltag, was so in meinem Leben passiert, das, was ich zeigen möchte, wo ich bereit bin, die Kamera drauf zu halten. Und ich versuche es so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, so wie ich es halt kann. Und auch Dinge so hochzuladen, dass ich irgendwie damit fein bin, dass ich mich damit wohlfühle und dass mir das irgendwie auch gefällt, weil das ist ja schlussendlich auch irgendwie das Wichtigste, dass ich hinter dem stehen kann, was ich mache. Und Kritik finde ich auch vollkommen in Ordnung. Kritik ist auch wichtig, um weiterzukommen. Aber wenn einem halt auffällt, dass Menschen halt sehr oft dann irgendwie was kritisieren, dann stelle ich mir auch immer die Frage oder denke mir so, okay, es steht ja jedem frei, meinen Content zu konsumieren. Es muss ja niemand meinen Content konsumieren. Ich nehme jetzt von Catrice die Liquid Camouflage. Ich habe auch noch einen anderen Concealer. Zeige ich euch mal schnell. Von Trended Up den High Coverage Concealer. 18 Stunden. Ob der jetzt wirklich 18 Stunden hält, keine Ahnung. Ich trage den nie 18 Stunden. Aber ich glaube, ich nehme den. Den hatte ich nämlich jetzt noch, also auch Real Talk. Hier ist noch die Tasche gepackt. Wer hatte ich ja im letzten Vlog erwähnt, dass wir nochmal so eine kleine Zeitreise mit meiner Tante und meiner Mama für meine Oma so ein bisschen gemacht haben. Und ja, das Ganze war sehr emotional, um da jetzt auch nochmal kurz was zu sagen. Aber es hat uns, glaube ich, allen sehr, sehr gut getan. Und ich bin gestern auch erst wiedergekommen, also wir waren eine Nacht weg. Und ich habe irgendwie noch nicht so die Kraft gehabt, wirklich aufzuräumen. Aber da die Kooperation ansteht und ich das Video morgen wegschicken muss, habe ich mir jetzt irgendwie doch in den Popo getreten und habe gedacht, ich nehme euch ein bisschen mit beim Fertigmachen. Ja, mittlerweile gibt es auch 1000 Tipps, wie man es besser macht. Also ich bin auch hier kein... ach du Scheiße, ich habe meinen ganzen... Oh nö, jetzt ist mein ganzer Bademantel voll. Ja, ich werde den gleich mal in die Wäsche hauen. Ja, also ich bin hier kein Schminkprofi. Ich schminke mich zwar seit vielen Jahren schon, aber man hat ja doch irgendwie auch so seine Technik, keine Ahnung, wie man Dinge macht. Und natürlich gibt es, glaube ich, heutzutage auch nochmal, ja, andere Techniken, wie es irgendwie nochmal besser ist und weiß nicht. Oder auch, es gab ja auch die Zeit mit Baking und so, aber das hat bei mir zum Beispiel mit meiner trockenen Haut für mich einfach nie funktioniert. Und ja, ich schminke mich einfach so, wie ich mich schminke. Heute wird es auch ein Alltag-Look. Wenn das Format an sich vielleicht jetzt irgendwie ganz gut ankommt, könnte ich mir auch vorstellen, das nochmal zu machen. Und dann
würde ich nämlich da vielleicht auch mal ein aufwendigeres Augen-Make-up oder so machen, irgendwas Spannendes, damit es auch für euch was anderes ist, weil es ja auch blöd, wenn ich mich hinsetze und immer den gleichen Look dann schminke. Aber ich habe halt so meinen Go-To-Look, auch wenn ich hier und da mal andere Farben verwende, aber letztendlich ist es dann doch immer sehr ähnlich. Ach ja, also ich habe jetzt Concealer aufgetragen. Jetzt nehme ich, das hatte ich mal bei Amazon bestellt, so ein, wie heißt das, Contour Stick. Und ich habe, da hatte ich mal einen kleinen Fehlgriff, von diesem M. Assam Magic Finish hatte ich mir das halt viel zu dunkel bestellt. Und da gehe ich jetzt, weil das Ding hier ist jetzt fast leer, jetzt gehe ich einfach hier in dieses Assam Ding rein, mache mir ein paar süße Pünktchen. Ja, einfach um so ein bisschen bronziger zu sein. Und das wird halt jetzt gleich alles so ein bisschen verblendet. Ich bin da auch ganz ehrlich, auch mit dem Konturieren, ich bin da auch nicht ordentlich. Ich klatsche mir ein paar Punkte ins Gesicht und ja. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Wie gesagt, wenn man sich da nochmal mehr Mühe gibt, mehr Zeit ist. Also ich habe auch manchmal, wenn ich jetzt nicht mit euch quatsche, lasse ich mir auch manchmal echt viel Zeit beim Schminken. Und dann ist es auch so, dass ich vielleicht die Dinge auch schon mal so ein bisschen ordentlicher mache und nochmal mehr so meine Me-Time habe. Aber so mein grundsätzliches ja, Alltags-Make-up, das geht dann doch eigentlich recht fix. Natürlich wird es jetzt nochmal länger dauern, weil ich euch die Sachen zeige, die jetzt schon wieder fast vergessen. Das ist so ein Rouge von derselben Marke wie der Bronzer war. Habe ich auch von Amazon bestellt. Und dann klatsche ich mir hier noch ein bisschen was drauf. Und ja, ja vielleicht, wenn man es alles noch ein bisschen ordentlicher macht, ist das Ergebnis nachher auch noch schöner. Aber für mehr Realität und so, so mache ich das. Ihr habt es euch gewünscht, also müsst ihr da jetzt durch. Ich weiß jetzt gar nicht, wo war ich denn eben stehen geblieben. Ja, genau, mit meinem Content. Ich nehme jetzt einfach den Pinsel nochmal und verblende das Ganze. Also es ist so, Kritik ist vollkommen in Ordnung und ich bin halt sowieso ein Mensch, ich nehme mir sehr viel immer irgendwie auch sehr zu Herzen, was nicht gut ist. Und natürlich überlege ich auch immer, egal in welcher Form ich Kritik bekomme, ist die berechtigt und denke auch erstmal ein bisschen so darüber nach. Aber ich habe einfach auch gelernt, dass ich mir nicht mehr jeden Schuh anziehen möchte. Und dass in erster Linie ich das mache, was mir gut tut und was mir gefällt. Und das hatte dann auch eine liebe Maus halt unter dem Kommentar nochmal geschrieben, dass sie halt genau das so mag, wie ich das mache. Und wem soll ich es dann recht machen? Ihr oder dem anderen Kommentar, also der Person, die halt das andere kommentiert hat oder halt mir selber. Und genau das ist der Punkt, dass ich halt aktuell einfach lerne, ja, dass ich es mir selber recht machen möchte, weil ich das auch viel zu viele Jahre nicht gemacht habe. Und ich kann es nicht jedem recht machen, das sieht man ja auch an so Dingen. Aber manchmal stelle ich mir natürlich auch die Frage, warum kommentiert man so etwas? Und dann war nämlich in diesem, ich sag jetzt mal schon eher ja, negativen Kommentar, nicht nur eher, also in dem negativen Kommentar, stand dann aber auch noch drin, ja, dein Food sieht super gut aus. Es wurde aber vorher kritisiert, dass dann immer irgendwie Food-Content, Eiskaffee-Content und sowas kommt. Und das ist dann für mich jetzt auch kein Kompliment mehr oder irgendwie was Positives, das sage ich euch auch ganz ehrlich, weil natürlich das andere, was kommentiert wurde, ja irgendwie auch dem widerspricht. Also das hebt sich dann irgendwie für mich auch wieder so auf. Und ja, da habe ich jetzt auch zum ersten Mal so in die Richtung geschrieben, dass es ihr frei steht, auch ja, meinen Content nicht mehr zu konsumieren. Dass ich das eigentlich hier auch mache, natürlich um mir was Gutes zu tun, um, ja, um Dinge mit euch zu teilen, um euch mehr die Realität zu zeigen. Und es gibt so, so viele Profile, wo das nicht so ist oder Kanäle, wo ganz viel gute Laune, jeden Tag gute Laune, positive Vibes. Ich will nicht sagen, dass es das nicht auch durchaus bei Menschen gibt. Aber glaubt mir, in dieser Welt ist auch ganz viel, was nicht so ist, wie es scheint. Und ich versuche eigentlich immer so ich zu bleiben. Und ich bekomme ja auch dieses Feedback von meinem nächsten Umfeld, dass so, wie ich mich in den Videos zeige und gebe, dass das auch ist, so wie ich bin. Natürlich zeige ich nicht alles von mir und jede Facette und keine Ahnung, aber ich versuche das, was ich euch zeige,
authentisch zu halten. Und dann kann ich auch nur das aufnehmen, was halt in meinem Leben passiert. Und ich versuche ja, egal ob es Spaziergänge sind, ob es Geburtstagsvorbereitungen ist für meine beste Freundin, ich versuche euch ja auch an vielen verschiedenen Dingen irgendwie teilhaben zu lassen, so wie ich es dann auch schaffe. Deswegen war es für mich einfach auch nicht berechtigt, weil, wie gesagt, da habe ich halt natürlich auch drüber nachgedacht. Jetzt nehme ich mein Schwämmchen, das ist noch ein bisschen so feucht, und arbeite den Concealer übrigens ein. Und deswegen war es für mich auch nicht berechtigt und ja, ich habe respektvoll darauf geantwortet. Aber ich möchte für mich diese Bad Vibes einfach gar nicht haben. Also das ist sowas, finde ich halt schade. Und ich finde es auch schade, wenn ich so das Gefühl bekomme, dass Menschen dann scheinbar ja, sich immer die Videos angucken, aber irgendwie nur kommentieren, um dann irgendwie immer so ein bisschen, tack, wieder negativ. Und wieder ein Kommentar, wo was Negatives steht. Selbst wenn dann vielleicht am Ende nochmal irgendwie was Positives gesagt wird, aber der negative Vibe ist ja da. Und ich persönlich finde es einfach schade, deswegen musste ich da auch irgendwie was zu sagen. Also ich lerne auch immer mehr für mich einzustehen und auch zu sagen, wenn mir Dinge so nicht gefallen, wie sie sind. Ihr wisst, dass ich... Also ich bin einfach auch so ein höflicher, respektvoller Mensch. Also ich fange jetzt auch nicht an, irgendwo rum zu beleidigen oder so. Das ist auch einfach überhaupt nicht meine Art. Aber ich muss halt auch nicht immer alles einfach schlucken und so hinnehmen, nur weil ich Menschen an meinem Leben teilhaben lasse. Das ist so das, was ich auch dazu nochmal sagen wollte und generell halt zu diesem Thema kommentieren. Wie gesagt, ich finde auch Kritik okay, das ist vollkommen in Ordnung. Es muss nicht immer alles heiti-teiti sein. Wobei ich es natürlich, um auch ehrlich zu sein, natürlich schön finde, wenn wir irgendwie einen sehr harmonischen Vibe auf meinem Kanal haben. Der Name Safe Space ist ja nicht ohne Grund in meinem Profil, also in meinem Kanalnamen und auch Profilnamen auf Instagram. Deswegen natürlich, ich würde lügen, wenn ich jetzt was anderes sage. Also das ist, ich finde Harmonie immer schöner als irgendwie Streit und negative Vibes. Und gerade seit es mir auch mental nicht gut geht, schätze ich das umso mehr, wenn ja Menschen einfach positive Vibes verbreiten. Und an der Stelle möchte ich nämlich jetzt zum Positiven überleiten, dass ich das halt einfach mittlerweile so, so schön finde, dass ich immer mehr merke, dass wir wirklich so eine richtige Community werden und dass ihr irgendwie einfach immer am Start seid und euch freut, wenn ich halt produktiv bin und viele Videos rausbringe. Also ich habe ganz viel Feedback jetzt auch bekommen und dass diese Freude einfach irgendwie so rüberkommt. Und das ist auch die schönste Wertschätzung, die ich bekommen kann. Auch, dass ich euch Mut gebe, dass ich euch so ein bisschen Kraft gebe, euch ablenken kann von doofen Gedanken. Und das ist mir manchmal gar nicht bewusst, dass ich diese Macht in Anführungszeichen irgendwie habe. Und durch eure ganze Liebe und diese positiven Kommentare, ja, wird mir das manchmal erstmal wieder bewusst, welchen Einfluss und auch welchen positiven Einfluss ich auf euch haben kann. Und das macht mich schon so ein bisschen stolz. Und das tut mir natürlich auch super gut. Und es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo ich dann eure Kommentare lese und die mich so extrem auch aufbauen und ja, mir einfach helfen, mich zu berappeln, mich hinzusetzen und auch wieder neuen Content zu produzieren. Und im Endeffekt, wenn ich dann da sitze und das mache, geht es mir halt auch besser. Das ist das, was ich mir halt gewünscht habe, dass wir uns gegenseitig helfen können. Und ich glaube, da sind wir gerade auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ja, da wollte ich einfach an der Stelle auch nochmal Danke sagen zum Make-up. Also ich habe jetzt, wie ihr vielleicht seht, die Base ist soweit aufgetragen. Ich gehe jetzt einfach nochmal so ein bisschen hier hin, dass ich den Putenhals hier so ein bisschen verblende und gehe halt überall nochmal so ein bisschen drüber. Jetzt kommt Puder. Das ist mein wunderbares Puder. Der Deckel ist hier drin. Das ist eigentlich dieses Brighten Up Banana Powder von Essence. Also das hier war es mal. Der Deckel ist halt leider, der fällt immer ab, weil da hinten irgendwie was gebrochen ist. Deswegen hatte ich jetzt auch ein anderes mit, aber das hier ja, mag ich schon mehr. Dann nehme ich einfach einen Puderpinsel und tupfe das so ein bisschen ein. Wie gesagt, ich habe eben ja schon was dazu gesagt. Baking funktioniert für mich überhaupt nicht. Ich habe dann das Gefühl, meine ganzen Augen trocknen aus, also unter den Augen. Das ja, ist leider... funktioniert das für mich nicht.
Was heißt leider? Ist ja auch okay, dass es nicht funktioniert. Ich muss es ja auch nicht machen. Das Ding muss ich jetzt auch mal kurz wieder richten. So, dann geht es weiter mit dem nächsten Ding ohne Deckel. Ja, das, ich weiß nicht, das ist echt bei diesen Catrice-Sachen, keine Ahnung warum. Ah ne, das andere war Essence, okay, Bullshit. Aber ja, die halt so verpackt sind, ich weiß nicht, was ich mache. Auf jeden Fall ist das hinten auch kaputt gegangen. Das war eigentlich mal hier das Glow Sun Matte Bronzing Powder. Habe ich halt auch schon lange, wie man sieht. Also da ist auch schon Hit the Pan. Und ja, da habe ich so einen angeschrägten Pinsel, den hatte ich auch mal von Ebelin, also von DM. Und dann gehe ich einfach hier nochmal so ein bisschen drüber. So, und ich weiß nicht, diese, also so mit Highlighter, zum Beispiel hier, den hatte ja damals auch jeder, den Mary Luminizer. Ja, der fällt hier auch schon komplett auf mich. Den hatte ich nämlich mit mal im Urlaub. Also den habe ich auch schon lange in Holland. Ach scheiße, mir fällt alles raus. Ich kann euch das gar nicht zeigen. Der ist auf jeden Fall so gebrochen. Aber, also ich mache jetzt ein bisschen, aber ich mache zum Beispiel auch oft im Alltag, mache ich so kaum, manchmal mache ich auch gar keinen Highlighter. Und zum Beispiel das hier, das mag ich halt auch nicht mehr so gerne. Also ich mache jetzt mal so ein bisschen, ich nehme mal das, was noch da oben dran ist. Da hatte ich auch eine Zeit, Leute, ich sag's euch, auf den ganzen Fotos dann immer hier so ein Glitzerbalken. Das hat man ja manchmal auch nur mit Blitz gesehen. Schön, sage ich euch. Aber es ist ja eh so. Ich bin ja so ein 90s-Baby und ich sag's euch, ich hatte Schminkphasen. Da lache ich heute noch mit meiner besten Freundin drüber. Da, es gab so ein komisches ägyptisches Puder und ich habe es einfach komplett genommen, um mein Gesicht abzupudern. Und natürlich war hier so ein Riesenrand, weil ich auch nichts verblendet habe, irgendwie zum Hals hin oder so. Und ja, dann habe ich, also ich hatte auch eigentlich gefühlt keine Augenbrauen. Ich habe mir das so komplett fast wegrasiert. Es war einfach nur so ein Strich. Kommentiert mal gerne jetzt an der Stelle, ja, ob hier auch 90er-Mäuse unter uns sind und die das fühlen, die auch diese kleinen Make-up-Fauxpas hatten. Oder dieses von Essence, dieses Mousse, was wir alle hatten. Und es wurde natürlich auch nur bis hier aufgetragen. Und hier war dann wieder weiß. Aber auch das gehört irgendwie dazu, ne? Dass man dann, ja, keine Ahnung, so an den Punkt kommt. Und das hat einem ja trotzdem auch Freude gebracht und vielleicht diese Freude an Make-up. Und deswegen denke ich mir, ja, das gehört halt auch dazu zum Erwachsenwerden. Ich habe jetzt übrigens, jetzt komme ich mir schon ein bisschen bescheuert vor, hier die. Und da ist es auch abgegangen. Ich lege das halt gleich jetzt wieder drauf, wenn ich das in meinen Schminktisch reinpacke. Da habe ich jetzt einmal die Farbe genommen. Und man sieht halt, die benutze ich auch oft. Da oben, die sind halt schon fast leer. Das war so ein bisschen so ein rosa stichiger Ton. Und der eher braun. Und das, aber eigentlich, es ist halt im Prinzip auch scheißegal, weil ich glaube, diese Palette gibt es auch gar nicht mehr. Ich hatte mir mal bei Action, das war auch von Make-up Revolution, ich glaube, es war letztes Jahr, hatte ich mir die geholt. Da sind, also die liebe ich auch sehr. Vielleicht nehme ich auch die jetzt gleich noch so ein bisschen. Da sind halt auch ganz viele Erdtöne drin. Ja, ich glaube, das mache ich. Und für den Alltag, also es ist eigentlich egal, wenn ihr da jetzt Inspiration an mir sucht. Ich trage eigentlich immer so Erdtöne und so ein bisschen in diese orangefarbene Richtung, weil ich finde, dass das ganz gut so mit den blauen Augen matcht. Aber grundsätzlich sage ich auch immer, tragt, worauf ihr Bock habt, was ihr gerade fühlt. Jeder Körper, jede Augenfarbe, jede Haarfarbe kann alles tragen. Wir dürfen alles tragen, worauf wir Bock haben. Ich werde jetzt diesen Ton Dream einmal nehmen. Und werde das bisschen hier eher so außen auftragen. Und ich glaube, ich nehme wirklich ein bisschen von diesem Cremeton oben rechts. Das ist dieser orangefarbene Ton. Da trauen wir uns mal ein bisschen was.
Aber ich sag euch jetzt auch ganz ehrlich, ich nehme auch manchmal, das habe ich zum Beispiel von meiner besten Freundin, das hatte ich jetzt auch mit, als wir die Nacht weg waren, von Natascha Denona, so eine Mini-Palette. Wie man sieht, ist die auch schon sehr mitgenommen. Und manchmal trage ich mir auch zum Beispiel nur diesen hellen Ton dann auf und gut ist. Also ich mache jetzt auch nicht immer mit 1000 Farben und da habe ich manchmal auch einfach keine Lust drauf. Ich mache das halt immer so, wie ich Bock habe. Wenn ich mal Lust habe auf ein aufwendiges Augen-Make-up, mache ich das. Wobei ich auch sagen muss, so in den letzten Jahren, man hat ja doch auch die Sachen, die für einen irgendwie funktionieren. Und dann habe ich das auch einfach so gemacht. Ich habe jetzt nochmal diesen Burnt Sugar. Das ist halt auch so ein Orangeton. Und jetzt nehme ich mal so einen abgeflachten Pinsel. Werde hier in den Butterscotch gehen. Das ist auch so ein, also der hat so ein bisschen Glitzerpartikel. Ich habe das jetzt noch mit dem Dream, das ist der Matte, habe ich das jetzt noch so ein bisschen gemischt. So, also das ist jetzt erstmal. Und jetzt möchte ich noch so ein bisschen nochmal Wärme reinbekommen und werde jetzt noch so ein bisschen hier in Salted Caramel Sweet Treat, das sind so diese Brauntöne. Da gehe ich aber auch nur hier, ja, so im hinteren Part. Und so ein bisschen hier unten. Das nehmen wir dann mit so einem fluffigen Pinsel etwas weg. Ich gehe jetzt nochmal komplett einmal so drüber, um das einfach so ein bisschen weicher alles zu machen. Ich muss jetzt nochmal eben gucken in meinem richtigen Spiegel. Was ich auch manchmal mache, wenn ich jetzt so dunklere Farben oder so nehme, dann mache ich das auch ganz gerne, dass ich hier so ein Washi-Tape-mäßig so hinmache, damit man halt ja schon so ein bisschen das hat, wie wenn man Eyeliner oder so, beziehungsweise oder wenn man Eyeliner noch ziehen möchte, dann hat man quasi schon so ein bisschen das vorgegeben. So, und ich lasse es jetzt so, das ist auch nicht 100% gleich, aber wir machen jetzt weiter. Und zwar machen wir weiter, wie gesagt, ich habe hier noch alles in meiner Kosmetiktasche. Ich brauche nämlich noch einmal einen Eyeliner, da habe ich jetzt aktuell den Super Fine Liner Pen von Essence. Fokus, ja. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen mehr in den Spiegel gucken, damit ich es nicht komplett verscheiße. Also ich mache das ganz oft so, dass ich das nur außen so ein bisschen mache. Und so ein Mini-Wing irgendwie. Aber das kommt auch immer drauf an, welche Wimpern ich dann irgendwie noch trage und was ich gerade so fühle und möchte. Aber das ist, wie gesagt, es geht ja gerade so ein bisschen auch, ja, um so Alltagslook-mäßig. Genau, ich habe, hier ist fast nichts mehr drin. Da nutze ich aber auch schon ganz lange diese Pomade von, also so, von L'Oreal ist das, glaube ich, ja. In der Farbe 103 Chaton. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Dann nehme ich meinen Augenbrauenpinsel, der mal wieder gereinigt werden müsste. Und ich brauche dringend, sehe ich echt gerade. Ich habe zur Not halt noch einen Augenbrauenstift. Das geht halt auch mal. Aber das hier liebe ich halt schon. Und dann male ich das einfach alles so ein bisschen nach. Also ich versuche auch gar nicht mehr so krass irgendwie drüber zu machen. Ich mache aber zum Beispiel, also ich zupfe nur noch ganz wenig, meistens hier unten echt so ein paar Haare weg. Ich habe ja jetzt auch nicht so ultra buschige Augenbrauen. Ich persönlich zum Beispiel bei mir selber, ich mag das auch nicht mit diesem hochgebürsteten. Ich weiß, dass das sehr modern ist, aber den Trend so fühle ich halt für mich nicht. Und deswegen, ja, mache ich, also
Die Augenbrauen mache ich auch schon ziemlich lange so. Aber ich komme da gut mit klar. Und egal, ob ich die blonden Strähnchen habe oder das, wie jetzt schon wieder ziemlich rausgewachsen ist, habe ich halt auch das Gefühl, dass ja von L'Oreal diese Farbe einfach so sehr, sehr gut matcht, weil die wenig, ja, so diese rötlichen Anteile, bräunlichen Anteile, ist wirklich so ein sehr aschiger Ton, was ich sehr gut finde. Boah, das ist schwer, ich kann das nicht ändern. Ich muss leider in den Spiegel gucken, es tut mir leid. Aber ich denke, ihr könnt ja trotzdem irgendwie erkennen, so gut es geht, erkennen, was ich mache. Was ich da auch gerne mache, aber das macht jetzt keinen Sinn, weil da so wenig drin ist. Wenn das schon ein bisschen trockener ist, dann gleitet das nämlich auch besser, als es jetzt gerade ist, dass ich einfach einen Tropfen Haaröl reinmache, so als kleiner Tipp. Dann ist das wieder so ein bisschen geschmeidiger. Und es ist auch so, dass ich das auch manchmal mache, dass ich dann doch, weil ich das ganz oft bei den jüngeren Mädels gesehen habe, dass die ja immer mit den Augenbrauen angefangen wird. Und das mache ich auch manchmal, dass ich dann erstmal die Augenbrauen mache, dann nochmal so richtig da drum gehe und so. Aber ja, so wie ich es heute mache, ist glaube ich schon das, wie ich es in der Realität auch aktuell am meisten mache. Deswegen wollte ich euch das einfach jetzt so mitfilmen. Dann nehme ich so ein stinknormales Augenbrauenbürstchen. Ich muss sagen, meine Augenbrauen halten eigentlich auch in der Regel so. Ich habe auch schon mal Phasen gehabt, wo ich auch schon mal irgendwas mit da reingemacht habe, dass es halt noch mal besser hält. Aber dadurch, dass ich die halt jetzt nicht so hoch bürste und eigentlich mit der ja eigenen Augenbrauenstruktur gehe, funktioniert das für mich so ganz gut. Also ich bürste immer nur hier vorne quasi auch so ein bisschen hoch und gehe dann ja in, so wie die sowieso von Natur aus wachsen. Ja, dann kommt jetzt Mascara. Da nehme ich auch ganz lange schon diese Lash Princess von Essence. Mit der komme ich halt sehr, sehr gut zurecht. Und ja, ich tusche jetzt erstmal meine, also das ist ja auch so ein Ding, viele, die dann Lashes benutzen, tuschen ja dann nicht die Wimpern. Ich muss aber sagen, dass ich es halt trotzdem mache. Irgendwie, keine Ahnung, für mich ist das so irgendwie angenehmer. Und was heißt angenehmer? Ich finde es halt bei mir dann schöner, weil sonst sehe ich halt auch oft so meine eigenen Wimpern noch und das gefällt mir dann irgendwie nicht. Und ich setze ja auch ganz gerne manchmal zum Beispiel nur hinten, um den Kranz so ein bisschen zu verdichten. Diese einzelnen Wimpern, das sieht jetzt auch irgendwie echt wie Hulle aus, ne? Tut mir auch voll leid, euch das jetzt eigentlich so zu zeigen. Aber Realität, ich nehme ja ganz oft diese einzelnen, mache dann hier auch Kleber drauf, tunk das da rein und setze die einfach, also mache das so ein bisschen nach Gefühl, wie ich Lust habe. Manchmal verdichte ich auch quasi komplett den Kranz. Aber manchmal mache ich zum Beispiel das auch nur hier. Und dann wird es halt für mich so komplett bescheuert aus, wenn ich die nicht getuscht hätte. Deswegen, ja, tusche ich meine Wimpern. Mit den Lashes, das ist halt auch ein bisschen wie so eine kleine Sucht irgendwie. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch das kennt. Wenn man damit anfängt, dann hört man irgendwie auch nicht mehr auf. Also klar, ich habe auch manchmal Tage, wenn ich mich, also auch wenn ich mich dann zurecht mache, dass ich keine Lashes benutze, aber ich benutze schon sehr gerne Lashes. Nichtsdestotrotz ist es einfach so, ich habe auch schon mal Leute gefragt wegen so Lash Extensions, ob das nichts für mich wäre. Aber ich bin auch so Mensch, ich liebe das auch manchmal, mir einfach die Augen zu reiben und einfach mal komplett clean und ungeschminkt zu sein, ohne irgendwelche Lashes und so. Zudem hätte ich Angst davor, dass ich dann eine Allergie mit dem Kleber und so habe und ja, keine Ahnung, deswegen mache ich das so. Und für mich ist Schminken auch immer so ein bisschen das, was ich gerade fühle. Und es gibt Tage, wo ich vielleicht auch mal dollere Wimpern haben möchte und Tage, wo ich gar keine Wimpern haben möchte. Und das kann ich so dann für mich einfach tagesformabhängig auch variieren. Das ist auch sowas, wenn Leute sagen, ja, man hat es ja gar nicht nötig, irgendwie mit Lashes oder mit dem generell mit Schminken. Da bin ich auch an einem Punkt. Für mich hat das gar nichts damit zu tun, ob irgendwer irgendwas nötig hat. Wenn dir das gut tut, du dich gut damit fühlst, dann
weil keiner hat irgendwas nötig. Da wären wir wieder bei dem Thema von Anfang mit Komplimente machen. Es gibt halt irgendwie super viele Komplimente. Das ist mir aber auch, heute wird mir das oft erst bewusst, die halt in so eine Richtung gehen, die irgendwie echt gar keine Komplimente sind. So, die immer so ein, ihr wisst, was ich meine. Und ja, deswegen ist mir das jetzt gerade auch nochmal eingefallen, wegen, weil an sich, ich zum Beispiel biege meine Wimpern ja auch nicht, wie ihr jetzt gesehen habt, und eigentlich haben die schon, hört jetzt auch doof an, aber einen ganz schönen Schwung so nach oben und die sind ja jetzt auch nicht kurz oder so, aber ich mag es halt einfach vom Look und das hat für mich ja nichts damit zu tun, ob ich das jetzt nötig habe oder jemand, der jetzt vielleicht nicht so lange Wimpern hat, hat es dann doch nötiger. Ich mache es einfach, weil es mir gut tut, ich mich gut damit fühle. Und ja, ich muss jetzt mal überlegen, apropos Wimpern. Ach ja, ich hatte auch mal von, was war das denn jetzt? Ich weiß nicht, da steht das jetzt gar nicht mehr. Also auf jeden Fall, wenn ihr die mal irgendwo seht, ich weiß nicht mehr, ob das von Essence, glaube ich, war. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Aber die fand ich nicht so gut. Ich zeige euch das mal eben. Die haben halt oben nur so einen Pockel, wo dann, ich sag jetzt mal, 5, 6 Wimpern dran sind. Und bei denen hier von, also die ich sonst habe, jetzt kann ich euch natürlich nicht zeigen. Ich muss nochmal nachschauen, dann verlinke ich euch die unten, weil ich habe die Verpackung jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, die sind auch von Essence, aber halt ein anderes Modell. Da ist halt so ein etwas breiteres Bändchen. Die, mit denen komme ich besser zurecht. Aber das ist vielleicht auch in der Handhabung, da ist auch jeder so ein bisschen anders. So, ich glaube, wir machen heute mal aber komplette Wimpern dran. Einfach, damit ich euch das auch nochmal zeigen kann, wie ich das mache. Wo ist denn jetzt mein Kleber? Ich sag's euch, die Vorbereitung hier ist eine Katastrophe. Ihr dürft den Schminktisch überhaupt nicht mehr sehen. Also, die sind von Rival de Loop Fake It 3D Lashes inklusive Kleber. Ich habe jetzt aktuell diesen Duo-Kleber, den habe ich bei DM mitbestellt. Und ich werde jetzt diese Lashes probieren. Die sind nämlich noch ganz neu. Also die habe ich noch nicht benutzt. Ich benutze meine Lashes eigentlich immer öfter. Eigentlich immer öfter, das hört sich auch gut an. Also ich benutze die öfter als einmal. Ich versuche dann immer, den Kleber so ein bisschen abzupiddeln. Man kann auch schon mal leicht versuchen, zum Beispiel mit so Pinselreiniger oder so, dass man das so ein bisschen auch die Klebereste entfernt. Also so mache ich das, weil das Problem ist, wenn man halt mit zu, also die Erfahrung habe ich halt gemacht, zu ölhaltigen Sachen dran geht, dann verkleben die Wimpern auch so komisch und das sieht dann einfach auch nicht mehr schön aus. Und ja, deswegen ist das so die Methode, wie ich das mache. Aber in der Regel kann ich die schon relativ oft eigentlich auch benutzen. Ich nehme mir jetzt eine Nagelschere und werde die Wimpern jetzt mal ganz kurz so ein bisschen für mich vorbereiten. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. Also ich melde mich jetzt schon kurz wieder. Es war jetzt gerade voll der Fail. Ich wollte die davon lösen. Und habe einfach gefühlt so die halbe Wimper jetzt kaputt gerissen. Also ich habe jetzt hier ein bisschen was retten können. Ich hoffe, dass ich jetzt die andere irgendwie abbekomme. Ohne zu viel Schwund. Also da muss ich jetzt schon mal echt Punkt Abzug. Kann ich euch schon nicht empfehlen, wenn die so beschissen da rauszumachen sind. Ich muss die andere jetzt natürlich auch relativ kurz schneiden, dass es nicht komplett kacke aussieht. Also eigentlich hätte ich die jetzt definitiv doch ein Stück länger als das gelassen. Aber es ging jetzt nicht anders. Der nächste Step ist, die sind ja jetzt soweit vorbereitet. Ich gucke nämlich jetzt gleich mal, ob ich vielleicht das Endstück von der anderen hier gleich noch dran wappen kann. Ich mache jetzt den Wimper drauf. Den Wimpernkleber drauf. Und dann warte ich immer kurz einen Moment. Keine Ahnung, so ungefähr eine Minute. Man sieht halt auch, dass sich die Farbe vom Kleber verändert. Dass der so schön so sticky ist. Also nicht niemals den Kleber jetzt direkt drauf. Dann verklebt ihr euch das ganze Auge und es hält nicht. Also ihr verklebt euch jetzt nicht das ganze Auge, aber es ist schon, manchmal läuft dann wirklich was so ins Auge. Das ist sehr unangenehm. Weil damals als Teenie wusste ich das auch noch nicht. Und genau, dann wartet ihr einfach ein bisschen. Und dann könnt ihr das
eigentlich aufkleben. Wie gesagt, ich mache ja zum Beispiel weder das mit dem Eyeliner noch auch mit den Wimpern so profimäßig. Eigentlich sollte man ja auch das mit offenen Augen alles machen. Ich bin aber sehr, sehr empfindlich an meinen Augen. Deswegen mache ich die dann doch meistens so ein bisschen dabei zu. Aber das Endergebnis ist für mich dann trotzdem so in Ordnung. In der Zeit mache ich jetzt einmal meine Lippen. Da nehme ich den, im Moment habe ich also von Manhattan Lasting Perfection in der Nummer 94F Penny Brown. Wollen wir mal. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Ich muss leider echt noch mal hier in den Spiegel gucken. Ich krieg schon so fiese Ablagerungen hier. Ich sollte vielleicht auch irgendwie mal was trinken und... Ich habe nur eine Bier getrunken. Eine Bier. Ich trinke jetzt erstmal kurz. Ich habe extra mein Wasser mit hochgenommen. Ich hätte mir so ein leckeres Limetten-Minze-Wasser bei Rewe mitbestellt. Das machen wir jetzt mal. Cheers, nehmt euch bitte was zu trinken und trinkt was. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwie aufstoßen muss von der Kohlensäure. Ja, ich mache mir jetzt erst ummalig so ein bisschen meinen Lippenrand. Und dann gucke ich mal, ich glaube, ich werde heute die Kombi nehmen. Der war auch, glaube ich, mal von Revolution. Ich gucke das, was ich jetzt so finde, ob ich euch das nochmal in die Infobox packe. Der hatte eigentlich mal so eine... Jetzt ist irgendwie die Kamera überhitzt. Also ich weiß nicht, irgendwie hat die Kamera gerade irgendwas Komisches angezeigt. Wie so Überhitzungsding. Das ist natürlich schlecht, weil ich gleich ja noch das andere drehen muss. Also ich nehme jetzt diese Wimper. Und ich muss es leider jetzt hier so ein bisschen machen. Setz die halt an. Das war mein Handy. Also, was ich halt auch nicht an den Wimpern mag, man sieht halt dieses Bändchen relativ stark. Also das versuche ich dann immer so mit offenen Augen. So ein bisschen, die Wimpern zu verbinden. Also, ich würde mir die jetzt nicht nochmal holen, auch wenn die jetzt vielleicht so nachher vom Look ganz schön aussehen. So, und so sind die jetzt erstmal. Also ich mache jetzt einmal den Lip Liner, aber ich muss jetzt gleich mit den Wimpern nochmal kurz gucken. Dann werde ich jetzt, wie gesagt, den Lippenstift nehmen. Und ich nehme jetzt von Catrice den Plump It Lip Booster. Den gebe ich jetzt einfach noch so ein bisschen da drüber. Als letzter Step kommt jetzt noch Fixing Spray. War natürlich noch in meiner Reisetasche. Ich habe im Moment eins von Action, weil ich brauchte zu dem Zeitpunkt dringend eins, ist okay, aber es ist jetzt auch nicht das beste Fixing Spray. Und ich habe gerade in der Tasche was gesehen, das muss ich euch direkt schnell noch zeigen. Muss ich auch im Vlog noch zeigen. Meine Mama hat mir extra für die Tasse voll Therapie ein It's a T-Shirt. Wie süß ist das? Und das sind so diese kleinen Sachen, die irgendwie so süß sind, weil die mir so zeigen, wie sehr... Ja, auch zum Beispiel meine Mama mich dann supportet und unterstützt und ist einfach ein schönes Gefühl. Ja, ich muss jetzt nochmal eben gucken mit den Wimpern am Spiegel hier. Ich glaube nämlich, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz mit dem Eyeliner so ein bisschen darüber, wo das so sehr hell ist.
Also ich sag's euch, Leute, die Wimpern sind keine Empfehlung. Ich nehme auch gern von BH Cosmetics Wimpern. Mit denen komme ich eigentlich auch immer gut aus. So, ich gehe jetzt noch einmal so ein bisschen drüber. Aber ich werde es jetzt so lassen. Ich finde es jetzt okay. Und ja, ich werde jetzt meine Haare machen. Dadurch, dass ich mir jetzt nicht sicher bin mit der Kamera. Also das, was ich jetzt mache, ich zeige euch jetzt nur kurz das Produkt und dann seht ihr ja gleich, wie es aussieht. Also ich mache jetzt einmal Hitzeschutz drauf und dann föhne ich die damit quasi glatt. Und dann werden wir uns gleich wieder sehen. Dann zeige ich euch einmal so ein, zwei Curls, die ich quasi mache mit diesem Philips-Gerät. Und wir sehen uns jetzt gleich. Tada! So, ich habe meine Haare jetzt... Ich muss mal eben meinen Bademantel nochmal zumachen. So, ich habe meine Haare jetzt einfach glatt geföhnt mit diesem Ding. Ich gehe halt immer so von oben nach unten. Und ich zeige euch jetzt einfach mal vorne so an, keine Ahnung, so ein paar Strähnen, wie ich das mache mit dem Curler. Genau, der ist jetzt auch aufgeheizt. Und wenn man es jetzt richtig ordentlich haben will, dann könnte man das natürlich vorher auch alles noch so glätten. Und dann nochmal, aber ich denke, meine Haare sind geschädigt genug. Deswegen, so, ich gucke mal, ob es dann die richtige Richtung hat, wo es sich dreht. Dann packe ich die so hier rein. Drück drauf. Wundert euch nicht, da ist jetzt natürlich auch noch eine Restfeuchtigkeit, deswegen hat es jetzt gedampft. Und ihr könnt das auch einstellen, wie lange. Dann habt ihr halt erstmal so eine Tolle hier. Und das machen wir jetzt bei den anderen auch. Tada! Oh mein Gott! Wow! Ja, und die kommen dann quasi gelockt da raus. Und dann lasse ich die halt, solange ich jetzt die restlichen Haare hier bearbeite, lasse ich die auch so, also dass die so ein bisschen auskühlen. Und dann habe ich so einen Lockenkamm, da nehme ich euch auf jeden Fall jetzt gleich auch nochmal eben mit. Und genau, dann bürste ich das quasi durch, weil so, ich möchte nicht so rumlaufen. Ihr könnt halt auch variieren, wie dick oder dünn ihr die Strähnchen dann lasst. Natürlich auch eine Geschmackssache und eine Geduldssache. Ja. Ich muss sagen, dass das halt für mich, ich habe das von meinem Freund, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren zu Weihnachten bekommen, dass das für mich halt viel besser funktioniert als beispielsweise ein Lockenstab. So, ich mache jetzt die anderen Locken mal eben off-cam, zeige mich dann gleich nochmal, wie es halt in dem Zustand aussieht und nehme euch beim Auscammen mit. Bis gleich. Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Der Stuhl ist einfach kaputt gegangen. Ich habe den schon so lange, aber ich habe eben schon, als ich mich gesetzt habe, so gedacht, irgendwas stimmt mit dem Stuhl nicht. Es ist jetzt zum Glück längst passiert. Aber ja, ich deswegen sitze ich jetzt tiefer, weil ich mir so einen Sitzpuff geholt habe. Also ihr seht jetzt, wie die Haare quasi so aussehen. Da nehme ich mir jetzt so einen Kamm, Bürste, wie auch immer, und dann kämme ich halt die großen Locken einfach so ein bisschen raus, dass das so alles ein bisschen geschmeidiger aussieht. Und jetzt nehme ich mir nochmal einen Pumpstoß von dem Haaröl und ja, gehe einfach nochmal so quasi da durch. Jetzt muss ich mal eben gucken, vielleicht, dass ich wirklich die eine Frisur mache. Also ich teile dann einfach hier vorne das so ein bisschen ab. Und jetzt bräuchte ich nur ein Haargummi. Das wäre nicht schlecht. Ich
nehme jetzt mal so ein kleineres. Ja, und so in der Art, das ist ja eine Frisur, die ich auch häufiger schon mal in den Videos hatte. Der Akku ist jetzt leer. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. So, ich muss jetzt den Akku noch doch schnell wechseln für die Verabschiedung. Ja, ich hoffe, dass euch der kleine Style and Talk hier mit mir gefallen hat. Ihr könnt mir ja gerne, wenn ihr generell Bock hättet, dass ich das ab und zu mal mache, vielleicht auch mal ein paar Themen reinschreiben, wo ich vielleicht so beim Styling drüber quatschen kann oder irgendwelche Styling-Wünsche, inwieweit ich das umsetzen kann, möchte, wie auch immer, können wir ja dann immer noch gucken. Aber ja, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Däumchen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!